An dieser Kleidung ist fast alles Bio. Jede Faser und zum Teil sogar die Knöpfe sind komplett kompostierbar. Ganz ohne schädliche Rückstände. Sie stammt aus der Züricher Werkstatt der Brüder Daniel und Markus Freitag. Fabric heißt ihre erste nachhaltige Modelinie. Machen wir Mode? Ja, wir machen Material. Und dann Mode daraus, beziehungsweise Kleider. Das war eigentlich die Idee, für unser Team, für uns selber Arbeitskleidung zu haben, die auch unseren Prinzipien entspricht. Und das ist gar nicht so einfach zu finden. Da haben wir uns gedacht, wir machen es selber. Umweltschonend produzierte und biologisch abbaubare Materialien suchten sie und wurden nicht fündig. Also entwickelten sie den Stoff selbst. Aus Bastfasern, Hanf und Leinen. 5 Jahre tüftelten sie daran und fanden selbst für den Hosenknopf eine Patentlösung. Eine Naturfaser ist per se eigentlich grundsätzlich kompostierbar, wenn sie nicht noch mit zu vielen oder falschen Chemikalien in Berührung kommt. Und in unserem Fall ist der Nähfaden bis eigentlich zum Knopf alles kompostierbar, wobei der Knopf, wie man hier sieht, ist aus Metall. Deshalb haben wir eine andere Strategie hier, der wird abgeschraubt und für die nächste Hose wiederverwertet. Bekannt wurden die Freitagbrüder 1993 mit einer Recycling-Idee. Taschen aus alten Lkw-Planen. Jedes Detail hatte ein Vorleben. Schnell erobern die Freitag-Taschen die Welt. 40 Modelle gibt es heute. Dieser Erfolg inspirierte die beiden Züricher zu ihrem neuen, noch nachhaltigeren Produktionsprinzip. Statt auf Upcycling setzten sie in Sachen Mode auf Cradle to Cradle, zu Deutsch von der Wiege zur Wiege. Alle Materialien befinden sich dabei in einem ewigen Kreislauf. Vorbild ist die Natur. Freitag denkt in Kreisläufen, wir hauchen alten LKWs neues Leben ein und produzieren Taschen daraus. Und ich glaube, es war schon eigentlich diese Atmosphäre, wenn wir sagen, okay, das Kreislaufdenken, das ist zentral. Die Idee von rückstandslos kompostierbarer Mode ist nicht neu. Einer der Pioniere, das deutsche Textilunternehmen Trigema. Die Produkte aus Bio-Baumwolle tragen das Zertifikat Cradle to Cradle. Alle verwendeten Rohstoffe können theoretisch wieder zu Nährstoffen werden. Auf kompostierbare Materialien setzte 2013 auch das Sportlabel Puma. Für Trendforscherin Karin Frick sind solche Kollektionen wichtige Wegbereiter. Also ich denke, wir werden in Zukunft ökologischere Kleidung tragen, also Kleidung, die nachhaltiger produziert wurde, auch fairer produziert, aber man sieht diesen Kleidern nicht mehr an. Im Moment ist ja so, dass man diesen Öko-Hosen oder diesen nachkompostierbaren Hosen, das ist ein Öko-Statement, das ist kein Fashion-Statement. Die Freitag-Brüder wollen beides zusammenbringen und verfolgen ehrgeizig einen ganzheitlichen Ansatz. Ihre Stoffe etwa lassen sie in Europa produzieren. Hanf und Leinen werden in Frankreich in der Normandie angebaut. In Italien werden die Garne gesponnen und die Stoffe gewebt. Und in Polen wird die Kleidung genäht. Alle Produktionsschritte finden im Umkreis von 2500 Kilometern um Zürich statt. Werbewirksam präsentieren die Brüder in diesem Film ihr Credo, Mode fair und ressourcenschonend herzustellen. Ich glaube, cleveres Marketing ist ganz entscheidend für Ökomode, damit die auch in die Breite kommt. Es gibt ja schon seit mehreren Jahren irgendwie ökologische Unterwäsche, die man auch im Supermarkt kaufen kann. Aber es ist halt nicht wirklich modisch und modisch braucht dieses Coolness-Moment. Und eine gute Geschichte, etwa die vom kompostierbaren T-Shirt. Der Stoff wird zur Erde und aus der könnten eines Tages wieder Hanfpflanzen wachsen. Zu Demonstrationszwecken ziehen die Brüder gerne ein T-Shirt aus dem Kompost, das 2 Monate in der Tonne lag. Selbst der Knopf aus Steinnuss verrottet. In spätestens einem halben Jahr haben sich sogar die Hosen komplett aufgelöst. Für uns ist mittlerweile klar, was passiert beim Kompostieren, aber für die Leute ist es auch irritierend. Die haben dann das Gefühl, ja, zerfällt meine Hose in der Waschmaschine, und dann ist es vielleicht schon auch wichtig zu erklären, dass eben eine ganze Menge Tierchen und ein bestimmtes Klima braucht, damit eben ein T-Shirt oder eine Hose verschwindet oder wieder zur Erde wird. In ihrem Züricher Geschäft verkaufen die Brüder ihre neue Linie. Noch besteht sie nur aus T-Shirts, einer Hose und einem Latzkleid in 3 verschiedenen Farben. Die Preise liegen zwischen 70 und 200 Euro. Jetzt wollen die beiden ihre Kollektion vergrößern. In Zukunft ist es eigentlich ein Ausgangsmaterial für jegliche Kreationen, würde ich mal sagen. Klar, wenn sich die Geschichte oder die Idee weiterentwickelt und wir dann, wir sind jetzt schon, haben eine gewisse Internationalität. Ich glaube, da haben wir uns schon für einen Kurs entschieden, der jetzt nicht nur auf eine ganz kleine Nische zielt. Also ich denke, organisches Wachstum, das ist wahrscheinlich das, was uns Spaß macht.
Auch mit ihren Taschen haben sie einmal klein angefangen. Diesen Erfolg wollen Daniel und Markus Freitag nun fortsetzen. Mit Kleidung, die man nach dem Tragen getrost auf den Komposthaufen werfen kann.